Im Stadtgeschichtlichen Museum Schabbel in Wismar fand am 17. Oktober die Eröffnungsveranstaltung zu der Ausstellung Steinere Spuren statt. Diese zeigt Gemälde des Künstlers Alexander Detmar. Detmars Bilder zeigen Backsteingebäude aus unterschiedlichen norddeutschen Städten. Hierzu zählen unter anderem Wismar, Rostock und Gadebusch. Ein Alleinstellungsmerkmal für die Bilder ist die Farbauswahl. Hierbei greift der Künstler oft auf backsteintypische Rottöne zurück. Er beschreibt es selbst am besten: Der Backstein schwimmt mir einfach im Blut. Da ich eben wirklich Maler des Nordens eigentlich schwerpunktmäßig bin, sind diese Bilder, die hier jetzt gezeigt werden, sind die Route an der Küste, sind aber auch Bilder aus dem Osten und Westen gleichermaßen. Ich male, wie gesagt, was weiß ich, in Stade so, in Wismar so, wie ich in Stralsund male, aber auch in Güstrow und Malchin und Gadebusch, alles Orte, die ich jetzt hier in der Ausstellung zeige. Das Highlight für die Wismarer Ausstellung sind selbstverständlich seine Gemälde von der Nikolaikirche und dem Marienkirchturm. Wer sich selbst ein Bild davon machen möchte, hat bis zum 21. Oktober die Chance, die Werke im Schabbel zu bestaunen.